Eine Wäscheleine spannte sich vom letzten noch vollständig erhaltenen Arm einer trollgroßen, muskelbepackten Statue. Zwischen den mit angelaufenen Bronzeschienen gepanzerten Beinen hat ein sabbernder Greis sich zum Sterben niedergelegt, während ein halbes Dutzend dreckiger Kinder am Rand eines mit modrigem Wasser gefüllten Beckens spielte, von dem aus eine tiefe Blutrinne zu einem schwarzen Altar führte. Eine vorzeitig gealterte Frau benutzte den abgebrochenen Hauer einer bulligen Fratze dieses vergessenen Gottes, um Wurzeln für ein karges Mahl zu zerstampfen, mitten auf dem Platz. Zwischen den Bruchstücken steinerner Arme und Hände, deren kostbare Metallwaffen schon längst geraubt worden sind, wachsen Büsche und sprengen mit ihren Wurzeln die letzten heil gebliebenen Steine. Reisebericht aus Salem, neuzeitlich. Und so geht ihr von der Bibliothek des Salem Horas über die alten, modrigen Straßen, den wilden Hügeln nach unten, am Effort-Tempel vorbei, wieder in Richtung eures eigenen Schiffes, das euch Sicherheit gibt. Salem ist verflucht und die wenigen Stunden, die ihr bereits hier seid, haben gereicht, um euch zu zeigen, dass dies wirklich so ist. Sumpfgas blubbert um euch herum, ihr könnt tatsächlich eine Leiche erkennen, die dort irgendwo im Hafenbecken herumtreibt und von kleinen Kindern mit einem Stöckchen gepiekt wird. Süßliches Rauschkrautaroma, was aus irgendwelchen, ja, vermoderten, verrotteten Hütten herausdampft. Und merkwürdiges Gequake und Gehopse, was ihr in den Nebeln um euch herum erkennen könnt. Dann knarzen die Planken eures Schiffes unter euch und ihr könnt wieder die Luft ein bisschen einziehen, einsaugen, euch noch einmal umblicken, die Planken wieder einziehen und dann in Richtung eurer Kapitänskajüte gehen. Naja, bei mir ist es genauso schrecklich, wie du gesagt hast. Ja, ich fürchte auch, und noch etwas mehr. Nun, wie finden wir diese Sinnegeweihte oder Tochter oder was sie immer ja darstellt? Naja, also ich bin ganz ehrlich. Ich hatte die stille Hoffnung, du hast eine Idee, weil ich habe keine. Nun, das mit den Sinnegeweihten war geraten, aber vielleicht ist das ein Anlaufpunkt. So viele Tempel gibt es hier nicht, die in 12 Göttern heilig sind. Ja, es erscheint fast zu offensichtlich, aber wir haben nicht viele andere Hinweise. Ich denke mal, den Effa-Tempel können wir ausschließen. Diese Gewalt ist mir dort nicht ganz geheuer. Sie scheint wohl in raschen Wahn verfallen zu sein. Nun, ich hoffe, dass die Zustände im Hesinde-Tempel nicht genauso übel sind. Aber ja, wir sollten uns auf jeden Fall informieren, wo dieser Tempel zu finden ist. Naja, ich gehe mal Boltax aus seiner Kabine holen. Der hat sich jetzt lange genug gedrückt vor diesen blöden Echsen. Er wird damit klarkommen müssen, fürchte ich. Naja. Ich trage das mal ganz vorsichtig an ihn ran. Damit würde ich auf Boltax Kabine zu marschieren, mal kräftig an die Tür klopfen. Boltax! Ja. Boltax, die Echsen warten. Was? Ja, jetzt habe ich dich verarscht. Nein. Abel mir und Sulamin. Du kannst mich doch nicht so schockieren. Ich bin gerade dabei, das Öl für die Füße anzurühren. Was? Ja, für meine Hochzeit. Für den 8. Zwergenbrauch. Das Pflegen der Füße. Wenn du das unbedingt machen möchtest, dann halte ich meine Füße natürlich hin. Bisschen komisch, aber Nein. Das ist wichtig für den Vorabend der eigentlichen Hochzeit. Siehst du, wir haben hier etwas Steinöl und dieses Steinöl muss sehr langsam gewonnen werden. Ich verrate dir nicht wie, das ist ein zwergisches Geheimnis. Aber wir quetschen Steine aus. Ja, ganz schön grau das Zeug. Sag mal, muss das so? Du sollst es doch nicht trinken. Nein. Es ist kein Olivenöl oder so. Naja, gut, dann kannst du dein blödes Öl für dich behalten. Behalte das, deine Geheimnisse für dich, Abelmir und seine blöde Stadt warten, aber. Na, und da gibt es Echsen, sagst du? Naja, also ich würde jetzt gerne lügen, aber ich glaube, Echsen sind immer das Schlimmste, was hier rumläuft.
Hexen. Aber Abel, ihr weiß ganz viel, weil der ist super gerne hier, der erzählt dir alles. Na, es wundert mich nicht, dass Abel mir sich mit den Hexen verbrüdert. Na, beide kaltblütig. Ja, ich weiß, was ihr meint. Na, dann lass uns lieber gehen. Das ist mir nicht geheuer, aber gut. Erinnerst du dich noch, als wir in diesem Sumpf waren, mit diesem Polberra, und wie schlecht es den Hexen ging? Sie sind schon mitleidenserregende Geschöpfe. Naja, aber sie kämpfen ganz gut, wenn man sie erstmal in die Arena stellt. Man muss sie ein bisschen peitschen, aber dann geht's eigentlich. Ich weiß nicht mehr wirklich, was ich von Hexen halten soll. Weißt du, früher, da habe ich sie gehasst, mit dem Inbrunst und der Kraft, die Angrosch mir gegeben hat. Aber als ich so in diesem Sumpf gesehen habe, als wir mit Polberra unterwegs waren, sie waren schon armselig, irgendwie, und sie hatten Angst vor ihren Göttern, und das war überhaupt nicht das, was ich erwartet habe, weißt du? Ja, ich, lass mich überlegen, wie man das sagt. Naja, es lohnt sich nicht, die Menschen zu hassen, weil die eh zu schnell sterben, und das bei Hexen das Gleiche. Das stimmt wohl. Nur Dämonen sollte man hassen, weil die sind ja ganz lange da, da lohnt es sich auch. Und die Elfen, die sind auch sehr lange da, so lange wie wir Zwerge auch. Aber uns braucht man nicht hassen, wir erzählen wunderbare Witze und machen großartigen Käse. Und Bier. Ja, und dieser Elf, ich meine, der ging mir fürchterlich auf den Keks, aber eigentlich war der irgendwie ganz witzig. Mendarion, meinst du? Ja, wie auch immer er hieß, ich erinnere mich nicht so genau. Und er hat ein sehr sanftes Wesen, aber ich glaube, er verspürt viel Empathie für die Schwingungen der Welt. Ja, der mit seinen blöden Winden da immer, der ist fürchterlich, ist er mir auf den Keks gegangen, ganz fürchterlich. So, wir lassen aber Abel mir warten, und du weißt genau, dass er dann gleich zickig wird. Ja. Ich habe extra noch eine Flasche Wein. Vielleicht stimmt ihn das milde. Naja, das können wir nur hoffen. Und dann schleichen wir uns so ein bisschen in die Kapitänskajüte rein, um nicht von Abel mir erwischt zu werden. Was habt ihr denn da gemacht? Ich habe eine Flasche Wein geholt, weil ich mir dachte, Boltax, habe ich mir gedacht, nach dieser schrecklichen Erfahrung braucht Abel mir bestimmt eine Flasche Wein. Zeig doch mal her, was du da hast. Ja, 1022er Jagdviertaler. Kein schlechter Jahrgang. Ja, den habe ich mal in Punin mitgenommen. Gekauft hoffentlich. Ja, selbstverständlich, gekauft. So. Nun, wo waren wir? Ach ja, wir suchen nach Hinweisen auf diese... Wie hieß sie gleich nochmal? Diese Tochter dieses Bibliothekars? In der Tat, wir waren in der Bibliothek, Plax. Serpentilio hat ein Buch an den Kopf am Mund, hat sich hingelegt. Oh. Wieso? Rafim, warum hast du Serpentilio mit einem Buch abgeworfen? Naja, ich hatte schon mir das Buch ausgeguckt, mit dem ich werfen wollte, ich bin ganz ehrlich, aber so weit kam es gar nicht. Die sind von selber geflogen, sag ich dir. Das war wieder einer von dieser Freunde von Abel mir. Es war ein Geist. Offensichtlich ein verstorbener Bibliothekar, der dort hausend soll. Und er hat uns wohl als Eidendringlinge wahrgenommen. Ihr wisst halt einfach nicht, wie man mit Geistern umgeht. Man muss entschlossen und autoritär, aber nicht arschkriecherisch sein. Ja, das ist ganz wichtig. Der Geist wirft auf jeden Fall recht kräftig mit Büchern, das haben wir festgestellt. Und er sucht seine Nachfolgerin, richtig? Ja, er wirkte ein wenig verzweifelt. Offenbar ist der letzte Bibliothekar seiner Linie vor einigen Tagen verstorben. Aber es gibt wohl Gerüchte, dass da eine Tochter existiert, auch wenn die bisher mit der Bibliothek nicht viel zu tun hatte. Ich bin nicht sicher, ob sie tatsächlich qualifiziert ist oder interessiert daran, das Amt zu übernehmen.
Aber nun ja, die Bedingung dafür, dass wir die Bibliothek nutzen dürfen, ist jedenfalls, dass wir sie ausfindig machen und das Angebot ihres Vorfahren unterbreiten. Gut, und kennt der Geist seine Ahnen? Naja, ich anscheinend glaub, er, nicht. Ja, genau. Ich glaube nur, dass er weiß, dass sie existiert, aber da hört es, glaube ich, auf, oder nicht, Sulamin? Vielleicht gibt es eine gewisse Ähnlichkeit von den Gesichtsstrukturen her. Das ist möglich. Und wir haben den Namen der Mutter. Offenbar hatte Heshtan al-Azhar eine Beziehung zu einer gewissen Malane, die offenbar auch Geweihte war. Mhm. Wir haben uns gedacht, wir könnten vielleicht einmal im Hesinde-Tempel anfangen zu suchen. Und wieso kommt ihr auf den Hesinde-Tempel? Nun, er war ein Gelehrter und ich vermute mal, er wird sich eine Gefährtin gesucht haben, die ähnlich intelligent ist. Und nun ja, in Selem findet man dies wahrscheinlich nur im Hesinde-Tempel. Ah, ich verstehe. Gleich und gleich gesellt sich gern, nicht wahr? Das war unsere Überlegung. Nun, es gibt aber auch den gegensätzlichen Ansatz, Unterschiede ziehen sich an. Nun, vielleicht dann müssen wir ganz Selem absuchen, weil hier gibt es nur genug Verrückte. Nun, selbst wenn sie keine Hesinde-Geweihte war, vielleicht hat man im Hesinde-Tempel Ideen, wie wir herausfinden könnten, wie viele Geweihte sich zur Zeit in Selem aufhalten oder ein Personenregister, irgendetwas in der Art. Ja. Naja, und wenn das gar nicht klappt, dann musst du halt nochmal mit dem Geist reden, Boltax. Ja, ja, aber das kann ich machen. Vielleicht solltest du einen Helm mitnehmen, weil der ist ganz zielsicher. Hm. Na oder, gut. Oder ein Schild. Beim nächsten Mal nehmen wir auf jeden Fall Boltax mit in die Bibliothek, wenn er so überzeugt davon ist, dass er besser mit dem Geist umgehen kann. Oh ja, ihr erinnert euch doch, wie ich sehr gute Verhandlungen mit diesem anderen Geist geführt habe. Und ja, mit Verhandlungen meine ich, ich habe alle Informationen herausgepresst, wie aus einem guten Stein, um Steinöl zu erhalten. Naja, warum nicht? Nun gilt es nur noch, diesen Hesinde-Tempel ausfindig zu machen, was in Selem schwierig sein könnte. Oder wir blicken in die Vergangenheit. Wir könnten noch in die Gegenwart schauen. Das ist weniger anstrengend und aufwendig. Ja. Naja, ach, also, wo der Tempel ist, das wird man uns ja wohl sagen, nehme ich an. Nun ja, diese Menschen hier in Selem sind alle etwas merkwürdig. Etwas schwierig im Umgang, ja. Aber irgendjemand wird uns das ja wohl sagen können. Oh, oh, oh. Eine Sache noch. Ihr habt gesagt, der Ahn von diesem Geist ist verstorben, nicht wahr? Vor kurzem erst, ja. Na gut, und er kennt seine Tochter, oder? Das will ich hoffen. Und warum rufen wir dann nicht einfach den Geist von diesem Ahn und sprechen mit dem? Er wird uns zumindest etwas über die Mutter sagen können. Ja. In diesem Fall würden wir wohl nicht den Hesinde-Tempel zuerst suchen, sondern den Boron-Anger? Naja, also ich zweifle ein bisschen daran, dass sie hier einen Boron-Anger haben bei dem ganzen sumpfigen Gemäule hier. Sie werden sie ja verbrennen, vermutlich mal hier. Ja, würde ich auch denken, weil da schwemmt sie alles wieder hoch. Wir könnten natürlich auch, ich weiß nicht, ob es hier einen Boron-Tempel gibt, diese Frage, vielleicht haben sie eine Gruft oder so etwas. Also das wäre zumindest ein weiterer Ansatzpunkt. Eine gute Idee. Der Boron-Tempel hat vielleicht auch generelle Aufzeichnungen über die Verbliebenen der Verstorbenen. Naja, normalerweise würde ich dir sofort zustimmen, Boltax, aber bei diesem Sauhaufen hier, da bin ich mir nicht mal sicher, ob die wissen, wer noch am Leben ist und wer nicht. Aber einen Versuch können wir es ankommen lassen. Wir sollten generell versuchen, vielleicht eine Liste der Tempel in Selem zu erstellen und zu erfragen, wo, in welchem Stadtviertel sie zu finden sind. Gibt es hier eine Hafenmeisterei oder so? Also irgendeine Information, die man erhalten könnte? Ich denke, diese Leute arbeiten doch auch in der Verwaltung und kennen sich bestimmt hier aus. Wir hatten das mit dem Effa-Tempel versucht, aber das hat sich als schlechte Idee erwiesen.
Warum? Die Geweihte stand etwas neben sich und hatte Blut an den Händen und war gerade dabei zu packen. Du solltest diesen Tempel einmal besuchen, ey. Schrecklich. Wirklich schrecklich. Delfine mit drei Augen und so. Wusstet ihr, dass es Kraken gibt, die drei Herzen haben? Nein, und was hilft uns das jetzt weiter an diese Information? Nichts, aber ich habe bei Delfinen und drei Augen an Kraken gedacht und dann habe ich an drei Herzen gedacht, weil es ist eine schöne Analogie. Nun ja, ist eher gegensätzlich. Der Delfin steht dafür Effort und der Krake steht wie gesagt in der Tiefe, nicht wahr? Ja. Ja, und wie kommst du jetzt auf diesen Analogiegedanken? Nun, naja, bestimmt, weil die beide auf unserer Seite sind. Ganz genau. Nun, komisch, dass ich das so sage, oder nicht? Bei der tiefen Tochter bin ich nicht sicher, ob sie wirklich auf unserer Seite steht, ob sie nicht ihr eigenes Spiel spielt. Und sie steht jedenfalls nicht auf... Oh, mit Sicherheit. ...auf unserer Gegenseite. Und Freunde in der Not sind besser als Feinde in der Not, oder? Man sollte seine Feinde und Freunde sehr genau im Blick haben. Ja, da hat er nicht unrecht. Das klingt etwas... Ja? ...besorgt. In der Tat. Aber mir, du musst dir keine Sorgen machen. Ich bin ja an deiner Seite. Ja. Nun, besuchen wir einmal diesen Born-Tempel oder zuerst den Hesinnen-Tempel? Wir sollten uns nach beiden Tempeln erkundigen und vielleicht sehen wir dann, welcher näher ist. Eine gute Idee. Wo fangen wir an? Naja, also ich könnte mich einfach auf die Straße stellen und irgendwen ansprechen. Ich habe eine gewisse Präsenz, möchte ich fast behaupten. Ich erwecke natürliches Vertrauen. Aber Rafim, sprich keine Echsen an. Sie sprechen mit gespaltener Zunge. Naja, also... In meinem Charisma, wie ich sagen möchte, wäre auch das kein Problem. Das natürliche Zittern, das sie dann immer bekommen, das steht für das Vertrauen, das sie in mich haben. Ihr werdet es sehen. Nun gut, die Götter werden uns leiten und wir werden uns die Informationsquelle hoffentlich zuführen, die wir benötigen. Ja, während du das sagst und dann die Tür zur Kapitänskajüte wieder aufmachst, ihr dann gemeinsam nach draußen gehen könnt, da könnt ihr erkennen, wie Kanasitiana gerade auf dem Oberdeck steht und sich wohl mit der Hesinde-Geweihten unterhält. Ich habe da eine sehr gute Informationsquelle aufgetan. Gebt mir eine Sekunde, ich versuche sie zu überzeugen. Kanasitiana, komm mal her. Oh, ja, einen Moment. Verzeiht, Gnädigste. Bis gleich. Ja, damit tritt er noch heran und deutet eine Verbeugung vor Zulamin an. Rafim, wie kann ich euch helfen? Ja, du weißt ja viele Dinge, die sonst keinen interessieren. Deswegen wollte ich mal fragen, hast du vielleicht eine Ahnung, welche Tempel es in der Stadt gibt und wenn ja, wo die ungefähr sind? Ja, selbstverständlich. Ich habe ausführliches Wissen über Selem gesammelt. Wollt ihr zunächst eine Übersicht haben über die einzelnen Viertel oder generell zu den Tempeln? Und wo ihr sie findet. Am meisten interessieren uns derzeit der Boron- und der Hesinde-Tempel. Der Boron-Tempel oder das Neoniten-Kloster? Denn wenn man von Selem spricht und den Tempelunterbringungen, fallen einem selbstverständlich als erstes die Neoniten ein. Das Neoniten-Kloster selbst ist ungefähr 3 Stunden den Flussweg hinauf, also gar nicht innerhalb der Stadt. Wird wohl aber als solches gehandelt. Der Boron-Tempel an sich liegt allerdings im Süden von hier an einem Flussdelta. Nun, das ist etwas bäuerlich, aber noch in der Stadt gelegen, möchte ich meinen. Da ist zumindest der Boron-Tempel. Aber das Neoniden-Kloster ist im Norden von hier. Das Kloster ist berühmt, ich habe davon gehört, aber in diesem Fall interessiert uns eher, wohin man einen Toten verbringen würde und das wäre dann wohl eher der Boron-Tempel, oder? In Selem wäre ich mir da tatsächlich gar nicht so sicher. Das kommt ein bisschen natürlich auch auf die Todesursache an. Teilweise, also gerade wenn Leute in der Unterstadt verschwinden, dann werden sie zumeist gefressen. Und dann will man. Es handelt sich um einen Bibliothekar. Ein Bibliothekar? Nun. Und wir wissen nicht, wer gestorben ist und woran.
Nun, wenn er nicht in der Bibliothek liegt, dann ist er wahrscheinlich im Boron-Tempel, ja. Sollte man zumindest meinen. Der Bibliothekar, der Geist, Azelaman, ist von einiger Berühmtheit, möchte man meinen. Er bewacht die Bibliothek mit einigem Ehrgeiz, ja, und hat schon einige Heldengruppen abgewiesen, gerade zu den verbotenen Zugängen. Nun, aber der ist schon vor einiger Zeit gestorben, falls ihr den meint. Nun, uns hat er einen Auftrag gegeben. Und ja, er ist definitiv verstorben. Ja. Dann, also Azelaman kann selbst nicht in dieser Reichweite handeln. Er wacht, wie gesagt, über die Bibliothek und kann diese nicht verlassen, will sie aber auch nicht verlassen. Und wenn eine andere, Sekretäre oder so etwas hatte, dann werden die höchstwahrscheinlich dafür gesorgt haben, dass der Boron-Tempel, hoffen wir es. Aber hier kann man auch für wenige Mark einen Leichnam in der Unterstadt loswerden. Die werden dann meistens irgendwie in Schlachthäusern oder so etwas. Und ich möchte das nicht weiter ausführen. Ihr solltet wissen, dass die Echsen Menschen essen. Nun ja, es ist im engeren Sinne kein Kannibalismus. Es ist trotzdem widerwärtig. Ja, das ist es wohl. Naja, jetzt nur Interesse halber. Wie schmeckt deine Echse? Nach Fisch. Nein, Rafim. Ich mag keinen Fisch. Die schmeckt exzellent. Das habe ich jetzt wieder nicht verstanden. Ihr habt tatsächlich schon mal Echsen gegessen? Ich hatte angenommen, dass ihr so etwas nicht esst. Und dann sagt ihr auch noch, dass sie exzellent schmecken. Natürlich esse ich keine Echsen. Ich will mich aber ja warum vergessen. Sagt ihr dann, dass sie exzellent schmecken? Das verstehe ich nicht. Ich denke, es war ein etwas plumpes Wortspiel. Das ist dieser Zwergenhumor, ja. Dann war es lustig. Dann war es bestimmt lustig. Ja, das war es definitiv. Wollen wir los? Ich wollte euch noch über die anderen Tempel erzählen und über die ganzen Viertel, die es hier gibt. Na, erzählt, auf dem Weg zum Oberon-Tempel. Ich soll euch begleiten. Natürlich. Ihr müsst uns führen, wir kennen uns überhaupt nicht aus. Nun, und das scheint doch sehr in eurem Interessensgebiet zu liegen. Ja schon, vom Schiff aus betrachtet. Verdient euch eurer Sporen. Aber nur, wenn ich mit in die Bibliothek kommen darf. Wir werden sehen. Also, dort lang? Über diese Brücke und dann... Verlassen übrigens gerade das Hafenviertel. Dort könnt ihr noch den Effa-Tempel erkennen. Wenn ihr euch einmal umblickt in diese Richtung, wie gesagt, das ist das Hafenviertel. Das hier ist... Klein Zorgan und dort drüben haben wir Klein Perikum. Diese Insel dort hinten ist, das müsste, wenn ich mich nicht täusche, Klein Al-Anfa sein. Dort drüben haben wir Klein Grango. Putzig, nicht wahr? Das haben wir jetzt noch nicht gesehen, da kommen wir dann später vielleicht nochmal dran vorbei. Das ist ein Klein Havena. Das zeige ich euch dann auch noch einmal. Das sind einfach alles einzelne Inseln. Auf dieser Seite sind wir zumindest noch relativ sicher. Aber wenn wir dann später mit einem Floß übersetzen sollten zu der Unterstadt, dann wird das relativ gefährlich, möchte ich meinen. Denn dort leben, nun ja, Echsen. Mit einem Floß? Gibt es hier keine Boote? Nun, wir haben ein Boot. Nun, ja, also zumindest der generische Pöbel. Wenn er denn das Geld hat, benutzt einen Floß zum Übersetzen. Und warum gibt es hier keine Brücken? Also ich vermute, dass es am Sumpf liegt. Im Sumpf kann man immer ganz scheiße bauen. Also meines Wissens haben sie auch schon 3-4 Brücken gebaut, aber die versinken immer wieder am Sumpf und waren sie weg. Wir brauchen einen vielen Baumeister nur. Ja, seht ihr, Darby, Boltax hat mir das mal erzählt, ich habe mir das gemerkt. Nun, zumindest haben wir den Effa-Tempel, hatte ich euch schon gezeigt. Wir gehen jetzt Richtung Süden im Norden. Wenn ihr in der Bibliothek wart, dann solltet ihr am Zar-Tempel und am Perein-Tempel vorbeigekommen sein. Na, und wie gesagt, wenn ihr noch weiter nach Norden geht, aber das sind dann 3 Stunden, dann kommt ihr zu den Noyoniten. Nun, dort haben wir nichts verloren. Verrückte gibt es hier genug, glaube ich. Naja, wir sollten die Noyoniten noch nicht ausschließen, aber ja. Lass uns erstmal den Boron-Tempel angucken, dann den Isinde-Tempel und. Wenn Boltax dann auch keine Echse paralysiert hat, dann können wir immer noch dahin gehen. Ich werde sie nicht paralysieren. Ich werde nett und freundlich nicken. Sie freundlich grüßen, genau.
Natürlich.